Hello guys, hello happy givers, we're done, almost, it's port time, which is about 35 k's away. The time says, let's have a look at the watch, 8:49 p.m. I cycled for 10 hours and 40 minutes. I did about 191 k's and I'm still not in Kassel yet at my home place. That's a total. Well, I'm gonna meet my dad now for a cold beer. And, well, I know you're curious whether I got a present for the next person, for the last person. I already know which person it will be. And I also have a present. But what? We'll have to wait until tomorrow. That's how you look after 13 hours on a bike, after 231 kilometers, which is a personal record for me. I finally arrived here at my place. That's my room. It's a glorious moment for me to even realize it took me one day less than I originally planned for my whole trip. Planned with 12 days, now it turned out to be only 11 days, which makes me so satisfied and happy. The whole trip, the whole Happy Giving tour was just amazing. But remember, well, whilst a lot of things changed and unplanned things happened, there's still the last unknown thing to be happen tomorrow in the morning when I give the last present, which is a surprise, to the last person. Huh? And who will it be? Well, we'll see. Good night, I need to sleep. Hallo zusammen, wir sind hier bei der letzten Station, und zwar bei meiner Oma. Meine Oma hatte vor 2 Wochen Geburtstag, sie ist 98 geworden, ja, stolzes Alter. Und ich möchte die Happy Giving Tour bei dir, Omi, abschließen mit dem Geschenk, das ich damals aus Grein in Österreich bekommen habe von Elisabeth. Es war eigentlich für mich gedacht, aber ich dachte mir, womit könntest du das Happy Giving Projekt abschließen, die Tour, wenn ich bei deiner eigenen Oma die Geburtstag hatte und von der, bei der du genau weißt, sie wird sich über das Geschenk freuen. Deshalb, Oma, das ist deins. Ja, ich hoffe, es gefällt dir. Sagst du mir jetzt das Geburtstagsgeschenk? Das ist sozusagen dein Geburtstagsgeschenk, genau, aus Österreich. Aus Österreich. Aus Österreich, aus dem Kloster, dem St. Antonius Haus. Ja. Und dort habe ich das bekommen von der Elisabeth und habe es bis zu dir mit dem Fahrrad mitgefahren. Das waren vielleicht nochmal gute 500, 600 Kilometer, wenn nicht mehr. Ja, es war immer schön in der Tasche, damit du das Geschenk bekommst. Ja, ich hoffe, es ist aber lieb. Ich hoffe, es gefällt dir. So an mich denke. Ja, ihr seht. Österreich überhaupt zusammenhängt. Ja, ne? Da bist du verbunden mit der alten Heimat. Ja, ihr seht, damit haben wir das Happy Giving, oder habe ich das Happy, die Happy Giving Tour abgeschlossen. Bin über 11 Tage lang gefahren, 1736 Kilometer. Nicht immer habe ich von Leuten etwas bekommen. Einmal in Krakau habe ich nichts bekommen und einmal in Bayern habe ich nichts bekommen. Ja, aber ihr seht, es hat sich immer irgendwie eine Möglichkeit ergeben, das Projekt weiterzuführen, und ich bedanke mich bei allen für die wundervollen Erfahrungen, die ich machen durfte. Und ihr werdet von mir hören, wenn es heißt, einmal mehr, Happy Giving.